könnte ihr Sitz eingestellt? Leute, wie könnt ihr so fahren? Sollen wir noch tiefer, weg nach hinten? Ja, super, jetzt habe ich genau den Scheiß im Bild. Ich fasse es ja nicht. Neuberechnung in Gang. Neuberechnung in Gang. Neuberechnung in Gang. Neuberechnung in Gang. Bitte fahren Sie zur markierten Route.
Das ist klasse. Bis die irgendwie reagiert, bin ich noch getatscht.
geht. Thank you.
Thank you.
I
Fahren Sie 1,3 Kilometer, dann rechts abbiegen auf die L1141. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 5,3 Kilometer auf der LL25. In 5,3 Kilometer rechts abbiegen Richtung A1636. In Kreisverkehr einfahren, dann zweite Ausfahrt rechts zur Oberrexinger Straße. Links abbiegen auf L1135. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 200 Meter, dann links abbiegen in den Kreichertsweg.
Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 800 Meter, dann rechts abbiegen in die Hauptstraße.
Neuberechnung intakt. In 200 Meter links abbiegen auf L1125. Fahren Sie 200 Meter, dann links abbiegen auf die LL25. Links abbiegen auf die LL25.
Berechnung in Gang. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 3,8 Kilometer, dann rechts abbiegen in die Kreisstraße. Rechts abbiegen Richtung K1636. In 1,2 Kilometer links abbiegen auf der Fahren Sie 1,2 Kilometer, dann links abbiegen in die Ludwigsburger Straße. In 500 Meter links abbiegen. Nach 450 Metern links abbiegen in die Ludwigsburger Straße.
Hamburger Straße. Links abbiegen auf L1110. In 4 Kilometer rechts abbiegen auf B27. Fahren Sie 4 Kilometer, dann rechts abbiegen auf die B27. Thank you.
in 500 Meter rechts nach 450 Meter rechts abbiegen auf die B27. Rechts abbiegen auf die B27. Rechts abbiegen auf B27. Fahren Sie 2,3 Kilometer, dann nehmen Sie die Einfahrt rechts in Richtung Stuttgart. In 500 Meter rechts abbiegen auf A81 in Richtung Stuttgart. Nehmen Sie die Einfahrt rechts Richtung Stuttgart. Rechts abbiegen auf A81 in Richtung Stuttgart. Good for me.